Die Restaurierung des berühmten Mettig-Epitaphs im Bautzener Petridom geht in die letzte Phase. Zum Abschluss muss noch die Kartusche in den Bildnis Mettigs als bedeutender Stifter und Mäzen erneuert werden. Derzeit befindet sie sich in der Werkstatt der Holzrestauratorin Uta Matauschek. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten beendet sein und der Epitaph im vollem Glanz erstrahlen. Insgesamt erstreckt sich die Restaurierung über 10 Jahre und wird ca. 135.000 Euro kosten. Die Finanzierung erfolgt in erster Linie durch Privatspenden, verdoppelt von der Remzmer Stiftung. Gregorius Mettig lebte von 1585 bis 1650 und lobte die nach ihm benannten Stipendien aus, die auch heute wieder jährlich vergeben werden. Sie sollen Kindern aus armen Familien Schulbesuch und Studium ermöglichen.